Jetzt wird's richtig episch. So, this is the far sea. Sarah's a crystal now. You gave her a focus, and she did it. You got what you want. Now let her go! Please, turn her back. I'll be your Lassie instead! Fine. You go on begging. Like this thing gives a damn what we want! Lightning! It's this thing's fault the purge started. And it's people who are dying. Sarah told us to save Cocoon. That means this thing needs to die. What? Sagt Hallo zum Fossi. Come on now. You really think you can kill a Fossi? I'm doing this for Sarah. I'm in. As long as you don't mind an amateur. I got these things. Might as well use them. Thanks. Dann geht's jetzt los. Wir kümmern uns erst um die Arme. Und dann um ihn, weil die uns gewaltig Schaden machen können. Aber die halten irgendwie gar nichts aus. Ich hatte das schlimm in Erinnerung. Während er sich dann nämlich regeneriert, können wir gut auf ihn drauf eindreschen. Ich meine zumindest, dass das irgendwie so war. Ich hätte da jetzt auch nochmal nachgucken können, aber naja. Hab ich nicht. Jetzt hat er seine Arme wieder. Mach, jetzt heilen wir uns mal kurz. Und jetzt greifen wir wieder die Arme an. Weil die halten ja überhaupt nichts aus. So, und jetzt den anderen Arm. Und danach heilen wir nochmal. So, Gegenstände heilen. Und jetzt auf Anima. Also ich finde, das ist eigentlich eine relativ gute Strategie, die sehr gut funktioniert. Und Sass macht auch unglaublichen Schaden. Ja, weil der steht ja weiter hinten, der ist nicht direkt im Kampf geschehen. Au. Jetzt wird's langsam böse. Okay, einmal heilen. Und Anima angreifen. Das war's gleich schon mit dem. Der hält nicht mehr viel. Wie ihr seht, leider bekommen wir den Serienbalken nicht hoch, weil wir halt immer weg sind. So, komm, ein Angriff noch. Irgendjemand. Sauber. Das war's. 5 Sterne.
Das lässt sich doch sehen. Und Ärztewissen erhalten. See a future, and I was afraid. When the future was clear and it hurt to see, I'd just close my eyes and lose myself in happier days.